Kann ja auch nicht mehr so lange dauern. So. Hallo, der Herr. Zack. Ah. Oh, der hat aber eine hübsche Farbe. Ich nenne es Eisgrün. Andere nennen es vielleicht Türkis, aber ich nenne es Eisgrün. Klops. Klops, 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 klops. Und schauen wir mal, was der Händler hat. Vielleicht lohnt sich's ja. Flup. So. Woodfloor, Lobster, Large Egg, Hopstarter, bla 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 bla. Boxlamp, ne. Coffee Bean. Plant in spring or summer to grow a coffee plant. Place 5 beans in a key to make coffee. Ach nee, in a keg. Entschuldigung, in a key. Mhm. Cool. Die nehmen wir mit. Ja, mal Kaffee anpflanzen. Aber nicht mehr in dieser Staffel. Aber das macht ja nichts. Chip, chip. Harvey hat heute Geburtstag. Interessant. Dem wollten wir doch bestimmt neue Augen schenken. Oh, wir haben Müll im Müll gefunden. Wer hätte das gedacht? So, bringen wir mal die zwei Sachen hier hin. Oh, wo packen wir das denn hin? Den Platz brauche ich noch für die Schriftrollen. Aber es sind nur 4. Und wir kriegen natürlich nichts. Ein großes, rundes Nichts war ja klar. Na klar, leck mich fett, der hat einen Diamanten im Müll. Warum nicht? Ich schmeiß täglich 5 weg. Braucht man ja auch nicht. Wozu? Sind ja auch nicht wert. Hier ist irgendwie auch nichts. Das ist nicht viel. Ah, okay. Eine einsame Koralle. Und da kommt ein Zug. Na. Na. Er hat einmal diese Pixel hier, an denen man sich aufhängt. Können ja mal gucken, ob wir den Zug noch erwischen. Der wird zwar eh nichts Spannendes bei haben für uns, aber ist ja egal. Das da können wir dann gleich immer noch holen. Hm. Au! Alter! Aber der verliert nichts. Sag ich ja, der hat nichts Spannendes bei für uns. Ein Schleimvieh auf dem Waggon? Was auch immer das heißt. Oh, Tannebäume. Hm. Toll. Ein Stein. Dafür hat es sich jetzt gelohnt, hierher zu kommen. Diesen einen Stein wollte ich schon immer haben. Der hat mir noch gefehlt. Oh.
Hätten wir da etwa mit ihm zusammen baden können? Gott sei Dank habe ich das verpasst. Und wieder ein Buch. Bist du in deinem Zelt? Nein. Schade. Dann gehen wir mal noch rüber zum Steinbruch. Wir haben ja die Zeit. Hier ist nicht. So. Klops. Klops, klops. So, dann können wir auch wieder nach Hause. Haben wir heute ja viel gemacht. Echt viel. Verdammt viel. Hier ist nichts zum Aufsammeln, schade. So, dann darfst du wieder hierher. Wir gucken mal kurz, was Käse und Mayo sagen. Ne, war Sternchen Milch, ist normaler Käse. So, da ich das jetzt gerade nicht weiß, verkaufe ich dann einfach mal beides. Es lohnt sich dann also wahrscheinlich eher, die Sternchen Milch zu verkaufen. Und es wird auch nur normale große Mayo sein. Oh, ich bin voll. Oh, das ist ja jetzt blöd. Dann bleibst du erstmal da. Dann verkaufe ich halt nur das Sternchenei. Wissen wir also Bescheid? Sternchen, Milch und Eier lieber verkaufen. Gibt eh nichts Besseres. So, wir sind voll, ne?
Wie lange war mein Mikro jetzt schon wieder stumm, ohne dass ich es gemerkt habe? Und ich laber hier die ganze Zeit. Ich habe mich zum Beispiel gerade gewundert, was das da war. Ja, deswegen habe ich da 10.000 Mal raufgeklickt. Seit wann ist denn mein Mikro jetzt schon wieder stumm gewesen? Das gibt's doch nicht. So, du kannst auch weg. Zack. Samen. Das da. Warum klingt der Kühlschrank wie eine Kiste? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Crystal Fruits. Wo habe ich die denn? Da habe ich die. Okay. Okay. Boah, das wurmt mich jetzt gerade. Wieso war mein Mikro schon wieder stumm? Und vor allem, wie lange? Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Auf jeden Fall wüsste ich gern, ob es noch mehr von diesen. Das war ja ein Stein mit Beinen. Das Ding hat ja definitiv Füße, aber es waren. Also es sah aus wie ein Stein. Sagen wir es mal so. Es sah aus wie ein Stein. Ein Stein mit Füßen. Geh weg. Falls irgendwer von euch weiß, oder oh, das wäre der Eisblaue. Falls irgendwer von euch weiß, was das war, dann immer raus mit der Sprache. Ich weiß es gerade nicht. Muss mir aber ganz dringend dann doch mal die Patch Notes zu Gemüte führen. Und dann doch mal genauer schauen, was da drin stand. Vielleicht wird das Spiel ja doch wieder interessant, obwohl man es schon über hatte. Und wer weiß, vielleicht spiele ich es ja dann doch demnächst etwas eher wieder weiter.
Ansonsten würde ich erstmal sagen, nicht vor nächstes Jahr. Und wann ich das dann nächstes Jahr wieder in Angriff nehme, kann ich natürlich auch noch nicht sagen. Ich habe ja auch noch so viele andere Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Generell gerne mal spielen würde, die ich noch nie gespielt habe und die schon ewig in meiner Bibliothek rumdümpeln.